Navigieren mit Tablet und Co. Auf die Idee bin ich tatsächlich gekommen mit diesem Navigieren mit Tablet und Co, weil ich zunehmend finde, dass ich unterrichte ja auch SKS, die Navigation, dass ich zunehmend finde, dass zwischen der Theorie, wie wir sie für die Scheine und auch aufgrund der Prüfungsordnungen unterrichten, und der Praxis des heutigen Navigierens eine zunehmend weitere Lücke klafft, weil immer mehr Leute sich eben auf elektronische Navigation stark stützen. Und es eben die diversesten Apps und Hilfsmittel gibt, nicht nur im Bereich Navigation, sondern auch Wetter und so weiter, werden wir uns anschauen. Und das unterrichten wir nicht, weil wir natürlich aufgrund der Prüfungsordnungen unsere Teilnehmer auf die Prüfungen vorbereiten, den SKS, den SSS, den SBFC. Und da wird eben noch ganz klassisches Navigationswissen mit Seekarte und Navigationsbesteck geprüft und abgefragt. Wie lange das noch so bleibt, ist eine gute Frage. Mir ist jetzt nichts bekannt, dass das geändert werden soll. Allerdings wird sich das wahrscheinlich nicht verhindern lassen auf Dauer, dass man, denn zum Beispiel weiß ich, dass der amerikanische Seekartenverlag entschieden hat, in wenigen Jahren oder sehr bald Papierseekarten nur noch on demand zu drucken. Also das heißt nur noch, wenn man die bestellt und will und die gar nicht mehr sozusagen standardmäßig herausgibt, weil in der Berufsschifffahrt ja schon jetzt mit ECTIS die Papierseekarten verdrängt werden. In der Privat- oder in der Sportschifffahrt ist es nach wie vor. Da gibt es kein zugelassenes Alternativsystem. Das heißt, rechtlich müsst ihr nach wie vor also aktuelle Papierseekarten für euer Fahrgebiet an Bord haben. Das müssen nicht die amtlichen sein, da reichen auch Sportbootkarten aus. Aber wie gesagt, in der Praxis sieht man doch, dass man andere zumindest zusätzliche Möglichkeiten hat. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die althergebrachten Navigationskenntnisse und die Ausbildung an Seekarte und mit Navigationsbesteck und Peilkompass ausgedient haben, beziehungsweise dass man das nicht mehr unterrichten oder schulen sollte. Denn um es mit einer App zu können oder zu wissen, was da im Hintergrund passiert, worauf ich achten muss, was der Computer hier macht, ist es wichtig, dass ich grundsätzlich weiß, was Navigieren bedeutet. Sonst habe ich auch einen schlechten Zugang, zu dieser Software und kann die auch gar nicht aus meiner Sicht richtig nutzen. Ja, aber wenn ich mit Papierseekarte navigieren könnte, ganz zu schweigen von der Fallsicherheit, wenn ich mit Papierseekarte und klassisch navigieren kann, dann kann ich mir durchaus helfen lassen von der modernen Technik und kann diese zusätzlich heranziehen. Bei den Navigations-Apps möchte ich euch ein bisschen was zu Abo-Modellen erklären. Ich habe mir insbesondere die drei großen mal rausgenommen und habe im Vorfeld zu diesem Webinar mal verglichen, was kostet was. Was haben die für Abo-Modelle? Die unterscheiden sich nämlich deutlich voneinander. Und dann zeige ich euch Kartenansicht und Einstellungen, weitere Informationen abrufen, Kurse Distanzen entnehmen, Kurse tracken, die Gezeitennavigation, Wegpunkte und Markierungen erstellen, Routen planen und teilen, Übertragung von Routen auf den Plotter und schließlich die Möglichkeit der Integration ins Bordnetz, also das Koppeln mit dem Plotter. Das wären dazu so die Themen. Fangen wir mal mit den Abo-Modellen an. Ich habe das, wie gesagt, für die drei großen Anbieter gemacht, für Navionics, Seamap und für NV-Charts, und habe die mal gegenübergestellt. Wenn es um die Kartenverfügbarkeit geht, also die Abdeckung, dann sind hier Navionics und Seamap deutlich im Vorteil. Die haben nämlich eine weltweite Abdeckung. Also die haben eigentlich für alle erdenklichen Gebiete, an denen man segeln möchte, Kartendatensätze. NV-Charts ist ja ein bisschen ein kleinerer Player auf dem Markt. Die haben natürlich nur Kartendatensätze von den Gebieten, zu denen sie auch Papierseekarten herausgeben. Das wären Europa in den interessanteren Teilen, aber nicht ganz Europa, Florida, die Karibik und die Atlantischen Inseln, also insbesondere die Kanaren und die Kapverden.
Was kostet die App? Das ist jetzt die erste Spalte, die sich mit den Kosten beschäftigt. Da unterscheiden sie sich ein bisschen. Bei Navionics und bei NV-Charts ist die App umsonst. Die könnt ihr euch im App Store runterladen, aber da sind noch keine Kartendaten dabei. Ja, also die App ist umsonst, aber ihr braucht dann so mit In-App-Käufen, müsst ihr euch dann Karten, Daten, Sätze oder also Gebiete dazu kaufen. Bei CMAP kostet die App 48,99 und da ist dann schon relativ viel mit drin in diesem Abo. Beziehungsweise es ist ein bisschen, nicht ganz klar, ein bisschen intransparent. Also ich verwende die nicht so häufig. Mir ist aber nicht ganz klar geworden, was ist jetzt dabei, was nicht. Also die weitesten Teile oder die viele Teile der Ostsee und Mittelmeer sind online verfügbar mit drin. Wenn ich dann aber was offline runterladen will, dann geht das nur in einer bestimmten Größe und will ich mehr offline runterladen, brauche ich dann einen Premium-Account, der dann wieder was kostet. Deswegen habe ich für die Gebiete jetzt auch dazu geschrieben, die sind teilweise inklusive. Also online ja, Dänemark kostet dann aber irgendwie doch wieder einen kleinen Aufpreis im Sinne von diesem Premium-Abo. Und wenn ich mir größere Daten runterladen möchte, die Offline-Verfügbarkeit, was ihr ja braucht, wenn ihr damit unterwegs sein wollt, dann braucht ihr wieder ein Premium-Abo. Aber da war die Preisstruktur für mich nicht so ganz durchsichtig. Bei Navionics und CMAP ist es einfacher. Da kauft man aus der App heraus einfach ein Seegebiet, das man haben möchte. Ich habe euch mal ein paar Preise rausgeschrieben. Die Ostsee mit Ausnahme Dänemark. Also Ostsee kostet zum Beispiel bei Navionics 39,99 und das ist die gesamte Ostsee mit der Ausnahme Dänemarks. Dänemark ist aber überall teurer, das liegt irgendwie an deren Verlagen, dass die ihre Karten sauteuer verkaufen. Also die gesamte Ostsee bis so komplette schwedische Küste und finnisch, estnisch, russisch, polnisch, was da alles anliegt, kostet 39,99 und der Schnipsel dänische Südsee, Kattegat, Skagerrak und so weiter kostet dann 89,99. Bei NV bekommt ihr für 49,99 nur die südliche Ostsee. Also da ist dann, müsst ihr mal nachgucken, aber alles sozusagen jedenfalls nördlich von Stockholm nicht mehr abgedeckt. Dafür wäre da dann aber auch Dänemark enthalten. Mittelmeer kostet bei Navionics 24,99 mit Ausnahme wieder der Adria und des Ionischen Meeres. Das kostet 54,99. Bei NV ist es geteilt in Ost und West und jeder Teil kostet 49,99 und dann für nochmal 49,99 bekommt ihr dann nochmal nur Kroatien. Also ich würde sagen, NV ist mit der teuerste, der günstigste ist CMAP und so mittendrin liegt dann Navionics. Aber da müsst ihr euch halt gucken, was ist für euer Gebiet günstiger oder vielleicht wollt ihr gleich beide haben. Also ich habe für die Regattaplanung letztes Jahr, ich hatte Navionics und CMAP. Mit Navionics verwende ich schon lange. CMAP wollte ich zusätzlich dazu nehmen, aber ich war mit der App nicht so zufrieden. Also ich komme mit meinem Navionics besser zurecht. Deswegen will ich euch das jetzt dann auch im Weiteren hauptsächlich zeigen. Kartenansicht und Einstellungen ist grundsätzlich ein bisschen Geschmacksfrage. Ich habe euch das beides mal gegenübergestellt. CMAP hat ein bisschen ein gefälligeres Layout und ist auch in den Hafenkarten besser. An Navionics muss man sich erstmal ein bisschen gewöhnen. Dafür hat die meines Erachtens in der Funktionalität deutliche Vorteile. Was jetzt die Kartendaten, die Qualität der Datensätze anlangt, da kann ich jetzt keine Unterschiede euch oder keine Bewertung abgeben, weil ich sie noch nicht gegeneinander sozusagen habe laufen lassen und das in verschiedenen Gebieten. Also da würde ich davon ausgehen, dass euch die gleiche Qualität liefern. Die Frage ist eben dann, ist so ein bisschen die Darstellungsart, das eine und die Funktionalität. Und da finde ich jetzt von der Usability, aber vielleicht auch nur deswegen, weil ich Navionics gewöhnt bin, dass die deutlich schönere oder einfacher zu bedienende App. Habt ihr an der Stelle Fragen? Ich würde dann mal wieder umschalten, um euch live was zu zeigen. Nee, bis jetzt noch keine Fragen, aber ich finde das sehr, sehr gut, dass du praktisch ein klares Statement abgibst, mit dem du gerne arbeitest. Danke. Ja, gerne. Also, wobei Das war nur ein Dank zum ich. Überbrücken.
Bastian, ich habe in den Chat reingeschrieben, sind die Kosten pro Jahr oder ist es einmalig? Gute Frage. Die sind grundsätzlich pro Jahr. Ich gehe noch mal schnell zurück. Wartet mal. Mit einer Einschränkung. Also ihr müsst für das Abo kostet das jährlich. Allerdings ist es bei Navionics so, was ihr mal heruntergeladen habt in euren lokalen Speicher. Ich zeige euch das nachher. Das bleibt. Ja, also auf dem Gerät, auf dem ihr es geladen habt, bleibt das dauerhaft. Und ihr müsst das dann nicht noch mal kaufen. Es wird halt nicht mehr aktualisiert. Ja, aber ich denke, mit vielleicht einem Jahr alten Karten kann man auch noch ganz gut navigieren, sodass man vielleicht das alle 2 Jahre dann mal sich einen neuen Kartensatz kauft oder alle 3 oder wie auch immer. Also grundsätzlich Jahresgebühr, aber was ihr runtergeladen habt, bleibt euch erhalten. Also das zum Thema Abo-Modelle. Wenn ich jetzt hier rauszoome, seht ihr weiße und graue Gebiete. Die weißen Gebiete, das sind Gebiete, Kartendatensätze, die ich runtergeladen habe und die bei mir offline auf meinem Gerät drauf sind. Das hat 2 Vorteile. Den einen Vorteil ist, wenn ich kein Netz habe, habe ich trotzdem die Kartendatensätze verfügbar. Muss ich mich ja vorbereiten. Und der andere Vorteil, den habe ich vorhin schon erwähnt, ist, das verfällt nicht. Das heißt, diese Datensätze könnt ihr so lange nutzen, bis ihr das Gerät wegschmeißt. Solange die oder sie nicht löscht, ja. Also dazu braucht ihr kein aktives Abo. Ich habe relativ viel drauf, weil ich schon an relativ vielen Orten unterwegs bin. Und wenn man da dann mal fährt, dann nimmt er die natürlich oder lädt er die offline runter. Das wären jetzt Kartenansicht und Einstellungen. Ach so, genau. Kommen wir zu diesem Thema. Was habt ihr hier für Möglichkeiten, euch in der Karte anzeigen zu lassen? Wir gehen mal in das Gebiet, wo die Hannes gerne rumfährt, da Laboe. Und jetzt habt ihr hier eine ganze große Palette an Dingen, die ihr auswählen könnt. Sehr sozusagen einzigartig für Navionics ist dieses Thema Sonar Charts. Ihr könnt hier wählen zwischen der amtlichen Seekarte und den sogenannten Sonar Charts. Die Sonar Charts entstehen so im Wege von Crowd Intelligence und zwar ist jedes Schiff, das seine Navionics-App mit seiner Schiffstechnik, also insbesondere seinem Plotter und seiner Logge verbunden hat, ein Sonarschiff. Ja, das heißt, wenn ihr mit eurem Boot da unterwegs seid und ihr habt Navionics verbunden mit eurem Plotter und eurer Sensorik an Bord, dann überträgt das System quasi in einem gewissen Zeitabstand sämtliche Tiefenmessungen in die Navionics-Datenbank. Und damit haben die, was weiß ich, tausende von quasi Messschiffen rumfahren, die natürlich ein viel feiner gerastertes Bild geben können, als wenn da ab und zu mal ein Vermessungsschiff von dem Hydrographischen Institut vorbeifährt. Also sind die Seekarten in der Regel hat man halt so ein paar Messpunkte und dazwischen ist dann interpoliert. Also ihr seht, hier ist die Grenze von dieser Caution Area, dann drinnen ist alles blau nach amtlicher Seekarte, weil die sagen, das ist so veränderlich oder wir haben da gar nicht so viel Messpunkte. Das ist gefährlich. Also bei den amtlichen entstehen die einfach so, man hat eine Anzahl von Rasterpunkten und dazwischen wird interpoliert. Und wenn die natürlich ein Gebiet haben, wo das mit dem Interpolieren saugefährlich ist, weil überall ein Stein liegen kann, dann sagen die wie hier, haltet euch da raus, haltet euch da fern und wenn ihr da reinfahrt, dann übernehmen wir keine Garantie. Wohingegen man halt mit den Sonarcharts sagen kann, naja, da sind schon viele durchgefahren und die senden sozusagen diese Daten dann in die Navionics-Datenbank und ihr habt hier eine viel, viel feinere Auflösung. Ich kann euch einen Track zeigen. Oh, und wenn ihr euch das hier anschaut mit den Sonarcharts, dann seht ihr da, wo ich rumgefahren bin, habe ich mich versucht, in dem weißen Bereich, also im tiefen Bereich zu halten. Und wenn wir uns das jetzt anschauen auf der Grundlage der Seekarte, dann würdet ihr sehen, habe ich hier so viel Information hätte ich nicht gehabt. Wie gesagt, ich sage euch jetzt hier nicht offiziell, dass das eine gute Idee war, was ich da gemacht habe. Es hätte auch schief gehen können. Aber mir war das einfach zu langweilig, da nur dieses Fahrwasser reinzufahren, zusammen mit den Fähren. Ich wollte ein bisschen was von diesem Schärengarten sehen
war mir des Risikos bewusst und vertraute auf meine Sonarcharts, weil die mir bislang immer gute Dienste erwiesen haben und bin da durchgefahren, das ging gut. Ja? Also ob das gute Seemannschaft ist oder nicht, das sei jedem dann selbst überlassen. An der Stelle Fragen zum Thema Sonarcharts und Karteneinstellung? Gut, dann habt ihr noch die Möglichkeiten, hier mit Overlays zu arbeiten. Also ihr könnt zum Beispiel hier umstellen auf Gebiet. Dann zeigt er euch noch so ein bisschen, das ist aber sozusagen, da braucht er wirklich Netz, weil das dann was ist, was er nicht heruntergeladen hat. Da zeigt er euch dann noch ein bisschen sozusagen topografische Merkmale an Land. Ja, also wenn ich No Overlay habe, ist das halt alles gelb, was da an Land ist. Wenn ich da topografische Informationen über Straßen, über Siedlungen und so weiter haben möchte, dann kann ich dieses Overlay verwenden. Was auch ganz interessant sein kann in manchen Konstellationen, ist so ein Satelliten-Overlay. Leider ist das aus meiner Sicht eine schlechte, sozusagen schlechte Quelle, da diese Bing-Satellitenaufnahmen, da wäre jetzt Google Earth schöner. Ich würde es auch nicht als Overlay machen, weil das eigentlich zu überfrachtet ist. Also da seht ihr jetzt nicht mehr viel oder könnt ihr nicht mehr viel erkennen. Juti, dann könnt ihr euch da noch einen Haufen mehr einstellen. Ihr könnt euch eine Warnung, also eine Schattierung für seichte Gewässer hier machen, indem ihr sozusagen den Zoom langsam hochfährt. Dann seht ihr jetzt hier alles, was seichter ist als 6 Meter, ist hier so rot gepunktelt. Ja, und je höher ich das fahre, desto weiter wird natürlich diese rot gepunktelte Fläche, ja, also wenn ich sage, okay, ich habe 2 Meter Tiefgang und ich will noch 1 Meter Sicherheit haben, in dem Bereich traue ich mich, dann könnt ihr diese Bereiche noch besonders markieren. Ihr könnt die Tiefenschattierungen einstellen, ja, also dass ihr sozusagen ab 3 Meter Tiefenlinie keine Schattierung mehr haben wollt, oder ihr könnt es bis 20 Meter machen, das könnt ihr einstellen sozusagen, das solltet ihr aber dann auch so lassen, weil wenn ihr ständig umstellt, könnt ihr es ja schlecht interpretieren. Ihr könnt Tiefenlinien sagen, okay, ich will die bis 17 Meter, ich will die bloß bis 10 Meter, das könnt ihr einstellen. Bei den Sonarcharts könnt ihr die Dichte hoch und runter regeln, wo bin ich denn gerade bei den Sonarcharts, ja, also da könnt ihr jetzt sozusagen hier euren Dichteregler runterfahren, dann wird das Ganze weniger detailreich, wenn es euch zu sehr verwirrt, und ihr könnt den extrem hochfahren, dann habt ihr halt sehr, sehr viele, wie ihr hier seht, Tiefenlinien. Das könnt ihr euch, wie gesagt, alles einstellen, aber spielt damit nicht jedes Mal rum, weil ihr müsst diese Karte ja auch auf einen Blick interpretieren können. Dann habt ihr die Möglichkeit, euch Informationen zum Meeresgrund einblenden zu lassen. Das finde ich immer ein bisschen, das sieht man hier zum Beispiel, das wären jetzt diese Gelbschraffierungen. Da könnt ihr auch Fragen dazu, dann sagt ihr euch Meeresbodenbereich Stein, Numerous Stones, Meeresgrund. Community Edits, das sind dann so auch wieder so Crowd-Markierungen. Und Active Captain Community, also da wird zusätzlich über die Seekarte sozusagen noch so Infos gelegt. Mal schauen, ob wir irgendwo was finden, wo einer irgendwas Kluges schreibt. Das ist eben auch ein schönes Feature, das gefällt mir eben bei Navionics viel, viel besser als jetzt bei den Sonarcharts, dass ihr euch mit diesem Kreuz dann immer die Infos zu diesen Seezeichen oder zu den Markierungen anschauen könnt. Genau, und da hat anscheinend ein Navionics-User am 7. Oktober 2010 irgendwas geändert. Das sind aber dann so sozusagen so Community-Edits. Manchmal gibt es auch Tiefenlotungen, die dann noch vornehmen. Das müsst ihr euch anschauen. Da solltet ihr euch aber jetzt nicht so drauf verlassen. Gut, Kartenansicht, Einstellungen. Das wäre das, glaube ich. Dann haben wir das Thema weitere Informationen anzeigen. Das habe ich euch jetzt hier schon gezeigt. Ihr habt eben immer hier, ihr könnt die Karte hier unter diesem Netz hindurchschieben und könnt euch dann alles anzeigen lassen, was euch eben interessiert. Das heißt, ihr zieht das Seezeichen oder was auch immer es ist, also ihr tippt mal drauf, ihr zieht das in die Mitte eures Fadenkreuzes und dann könnt ihr hier entweder über dieses Fragezeichen öffnet sich dann hier ein Menü, dann könnt ihr euch eben anschauen, das Seezeichen
Ist die Kennung dazu angegeben auf Englisch, also kodiert, wie es in der Seekarte steht. Kardinalboje, es müsste eigentlich Tonne heißen, ist eine schlechte Übersetzung, mit weißem, schnellen Funkelfeuer und Blinkfeuer alle 10 Sekunden, also ist auch noch ausgeschrieben. Ihr könnt, seht noch da in dem Bereich, wo ihr euch interessiert habt, hier ist irgendwo auch noch ein empfohlener Weg. Das sind meistens diese lila Linien, genau, empfohlener Weg. Also das schlägt ein hydrographisches Institut als guten Fahrweg vor. Und hier habt ihr natürlich noch viel weitere Informationen zu diesem Ort, die hier relevant sein können. Okay, das sind die weiteren Informationen. Da könnt ihr auch schöne Informationen abrufen zu den Häfen, in die ihr dann rein wollt. Wie gesagt, die Hannes liegt hier immer in La Bö. Jetzt sind wir hier. Und wenn ich jetzt hier auf mein Marina-Symbol gebe und dann sage Fragezeichen, dann kann ich hier mir die Baltic Bay Marina anschauen und bekomme da als Infos die Webadresse, die Adresse. Ihr habt eine Kontaktinfo mit einer Telefonnummer und einer E-Mail. Hier kein Funkkanal. Das ist unterschiedlich gut, also von verschiedenen Marinas, was ihr da sozusagen an Infos bekommt. Bei Brit Hafenbistro, da hat ein User dazu geschrieben, das sehe ich an dem grünen Kreuz, also das war die La Sirene, frische Brötchen, lecker selbstgebackener Kuchen und knackige Currywurst, sehr freundliche Bedienung. Also, ihr könnt euch zu dieser Karte noch ganz viele, da sind ganz viele Sonderinformationen hinterlegt, die ihr euch damit erschließt. Grundsätzlich, diese Seekarten sind Vektorseekarten, keine Rasterseekarten. Das heißt, man muss sie bedienen können. Das ist, der Unterschied ist allen klar. Oder gibt es jemanden, der das kurz erklärt haben möchte? Unterschied Rasterseekarten, Papierseekarten? Ruhig Farbe bekennen. Mir sagt es nichts. Okay, also was habe ich gesagt? Rasterseekarten und Raster Vektor. Und Vektor, genau. Also, Vektor. Das sind Vektorkarten. Eine Vektorkarte ist eine Datenbank, in der für jeden Punkt dieser Karte, die vektoriell definiert sind, ein Datensatz hinterlegt ist. Und gleichzeitig ist auf dem Rechner noch eine Bibliothek abgelegt, wie diese Daten anzuzeigen sind. Das heißt, euer Kartenbild generiert der Rechner hier, also das Tablet in Realzeit und nimmt sozusagen aus seiner Datenbank die Informationen, was ist an diesem Ort, und aus der Bibliothek, wie das dargestellt wird, nimmt er die entsprechenden Zeichen dafür. Das heißt, es wird euch jedes Mal mit jedem Verschieben und Zoom werden euch neue Karten generiert. Eine Rasterseekarte ist nichts anderes als ein Scan von einer Papierseekarte. Wenn ihr die vergrößert, wird sie halt größer und unscharf. Eine Vektorseekarte wird detailreicher und detailärmer. Ja, wenn ihr reinzoomt, hier verschwindet das Verkehrstrennungsgebiet, jetzt erscheint. Ja, und je weiter ihr scrollt, desto mehr Karteninformationen werden euch angegeben. Das hat jetzt erstmal Vorteile, weil ihr dadurch sozusagen das Ganze wesentlich platzsparender ist und ihr auf verschiedenen Zoom-Leveln verschiedenen Detaillierungsgrad habt. Aber es hat auch Nachteile, denn bei einer Rasterseekarte wählt euch ein Autor aus, was ihr unbedingt sehen müsst, ja, auch auf der Zoom-Stufe. Wenn ihr hier jetzt rauszoomt, kann es euch passieren, dass ihr Dinge überseht, weil sie einfach verschwinden. Und wenn ihr jetzt mit dieser Zoom-Stufe fahren würdet, dann würdet ihr viele Gefahren, ich bin noch da, ja, okay, würdet ihr viele Gefahrenquellen überhaupt nicht erkennen. Das heißt, so zur groben Übersicht ist natürlich so eine Übersicht gut. Wenn ihr aber jetzt sozusagen danach fahren wollt, dann würde ich, und das ist jetzt das Nächste, dann würde ich mir diese, entweder, das ist eine Methode, diese Strecke, die ihr fahren wollt, sagen wir mal, ihr wollt hier von diesem Fahrwassermitteltonne, was weiß ich, darüber fahren, Richtung Bagenkop, ja, dann solltet ihr diese Strecke im höchsten Zoom, in der höchsten Auflösung, mal abschreiten und gucken, ist da irgendwas? Das ist ein bisschen aufwendig. Aber da seht ihr sozusagen alles, was auf dem Weg liegt.
und was sonst einfach verschwinden würde. Ich kann es euch nachher nochmal an einem Beispiel erklären. Ja, also diese Vektorkarten werden immer besser und unterdrücken immer weniger kritische Informationen. Aber damit ihr eben hier nicht Gefahr lauft, ich glaube, es gibt ein Beispiel auf irgendeinem Ocean Race, hat ein Boot eine Insel gerammt, weil unter Fehler war, der Navigator hat nicht in seine Karte reingescrollt. Das ist natürlich peinlich für einen Profi. Ja, die sind dabei nachts, glaube ich, gibt es ein YouTube-Video, ich weiß es nicht mehr, Burkhard, weißt du zufällig, wer das war? Das sind wenige Jahre her. Okay, da sind die nachts voll auf eine Insel gefahren, die haben die nicht gesehen, die war nicht groß, und in der Karte hat man sie eben nur gesehen, wenn man wirklich in die Karte hineinzoomte.